So Leute, willkommen zurück zum Mega Man. Ich habe hier vorne ein Safe gemacht und wir haben alle Waffen voll. Das heißt, wir können jetzt mal ein bisschen rumprobieren. Ich wollte einfach bloß nicht, dass hier diese langweilige Szene da, wenn ich da wirklich aufpassen muss, wo ich hintrete, dass ihr die tausendmal mit ansehen müsst. Das wollte ich nicht. So, wir sind dabei herauszufinden, was gegen ihn hier eigentlich die Waffe ist. Ist das Heatman? Also es sah eben aus... Es sieht aus, als würde Heatman hier irgendwie... Irgendwas bewegen. Aber irgendwie auch nicht. Ja, viel Munition habe ich jetzt nicht mehr. Nee. Also Heatman ist es schon mal nicht. Deswegen, ich mache jetzt hier einfach Laden. Weil wenn ihr jetzt alles tausendmal sehen müsst, das ist so... Das ist ja für euch und mich eine Qual. Wir gehen jetzt einfach jede Waffe durch. So, versuchen wir es mal mit Airman. Es sieht aber nicht aus, als ob es Wirkung zeigt. Also ne, das können wir Jagd legen. Bodenman ist wohl auch nicht die Waffe der Wahl. Bubble Man müssen wir noch herausfinden. Darf ich hier nicht mit Speichern verklicken? Blöd, dass ich immer Nachrichten im Hintergrund kriege, die ich auch nicht muten kann. In Ernst, ich hab die gemutet eigentlich. Interessiert hier gar keinen. So. Haben wir jemanden safe, dann geht das Ganze mal ein bisschen schneller. So. Aber ich mach am besten gleich hier ein Safe. So, Bubble Man. Oh, oh. Bubble Man. Dein großer Augenblick. Aber das zieht uns deutlich mehr, als wir ihm abziehen. Also hier noch einen E-Tank zu haben, wäre wahrscheinlich das Mittel zum Sieg. Haben wir aber nicht. Und da das so ein Farming-Dreck ist, also, ja, zieh mir halt einfach mal mein ganzes Leben ab. Das machen wir nochmal. Ne, nicht Aquaman. Nicht, was, Aquaman? Das ist doch nicht Aquaman, das ist Airman. Wenn wir hier sterben würden, also, wenn wir Bubblemans Munition verballern, komplett, und sterben, und haben noch Leben übrig, dann dürfen wir uns tausendmal sterben lassen. Also zumindest die paar Mal. Ich hatte ihn doch fast. Ich hatte ihn wirklich fast. Oh Gott. Ich glaube, es ist auch seine einzige Phase. Also wenn wir den hier platt kriegen, dann ist das Alien Dr. Wily erledigt. Dr. Whalion. Naja, an dem Namen feile ich noch. Ihr seht ihn wahrscheinlich im Partnamen. Und da haben wir es besiegt. Oh Gott. Aha. Deswegen hat es also funktioniert. Das ist alles gar nicht echt. Der steuert hier ein gefaktes Alien. Mit seiner Disco-Kugel da oben. So, Dr. Wily, hiermit sind Sie verhaftet. Kleiner Tipp für die Zukunft, Mega Man verhaftet den nie. Sonst gäbe es keinen dritten Teil. Ja. So, jetzt ist ja wirklich die Zeit gekommen, in der ich so ein bisschen reviewen muss. Wie finde ich die Collection? Das habe ich ja schon nach dem letzten Part nicht gemacht. Wie finde ich Mega Man 2? Mega Man 2 hat mir schon deutlich weniger gefallen als Mega Man 1, aber hat mir immer noch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe Schluck auf. Was mich so ein bisschen an Mega Man 2 stört, ist, dass zum Beispiel
Woodman. Woodmans Waffe hat keinerlei Wirkung. Gegen Kai, also es gibt bestimmt einen Robot Master, bei dem die funktioniert, aber generell ist sie unnötig. Dafür gibt es Waffen wie diese Q, die funktioniert überall. Diese Quick Blades oder Quick Boomerang heißt es, glaube ich. Funktioniert bei so gut jedem wie jedem Boss. Und ich finde, das ist ein bisschen unausgewogen. Zudem gab es sehr viel mit Farming und Instant Death. Sowas kann ich ja eh nicht leiden. Metalman Nummer 9. Ja, was gab's sonst noch? An dieser Collection, die ich hier spiele, muss ich bemängeln, dass sie leider für mich keinen Wiederkaufswert hat. Da es komplett auf ROMs basiert und wirklich nur im Prinzip ein Emulator mit inklusive ROMs ist. Und ja, mehr kann man dazu leider nicht sagen. Sie haben nichts aufgearbeitet, sie haben keine Bugs entfernt, sie haben gar nichts gemacht. Sie haben im Prinzip nur die ROMs gemacht und ja, man kann jetzt einen Rahmen drumherum klatschen, danke. Also, ich empfehle euch wirklich nicht diese Collection. Allerdings, jetzt habe ich sie und wenn man sie schon hat, kann man sie auch benutzen. Was den Rahmen angeht, ich finde, für mich macht das als Spieler keinen großen Unterschied. Deswegen frage ich ja immer euch, wie findet ihr den Rahmen? Wollt ihr, dass es im nächsten Part wieder einen Rahmen gibt oder wollt ihr lieber wie im ersten Teil, dass es keinen Rahmen gibt und lieber Breitbild? Es kamen Beschwerden über Breitbild, über den Rahmen kam jetzt keine. Allerdings gab es auch keine Kommentare dazu, dass der Rahmen gut wäre. Also ihr müsst euch hier mal ein bisschen einig werden und ich hoffe, ich höre von euch. So, und jetzt haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Jetzt können wir uns über die Namen lustig machen. Zum Beispiel Linuma, was aussieht wie Inuma. Fishman. Geil, Fishman. Okay, so viel Zeit blieb uns da leider nicht. Aber damit ist Mega Man 2 abgeschlossen. War ein schönes Spiel, hat mir viel Freude gebracht und der Part ist jetzt viel zu kurz. Ja, presented by Capcom USA. Ja, ich habe es in normal gespielt. Ich hätte es eventuell in Difficult spielen sollen. Wenn ich jetzt nochmal auf normal gehe, komme ich dann wieder rein, oder? Password. Keine Ahnung, ich... So. Ich tippe jetzt mal einfach irgendwo und guck mal, wo es uns rausschmeißt. So, mal gucken. Passwort-Error, okay. Gut, Leute. Dann war's das von mir. Für mich ist Mega Man 2 damit abgeschlossen. Ich möchte mal gerade in die Herausforderungen gucken. Wir machen jetzt mal aus Mega Man 1 den Yellow Devil. In Time. Dürfen wir jetzt nur Blaster benutzen oder haben wir Waffen? Wir haben Waffen. Leute, weil wir noch ein bisschen Zeit übrig haben. Und ja, ich mache das genauso wie in Mega Man 1. In welchem Teil sehen wir eigentlich den Yellow Devil wieder? Oh, es hat nicht gereicht. Er hat überlebt, verdammt. Jetzt bringt er mich bestimmt um. Hätte er gerne, macht er nicht. Ist ja eigentlich eine ganz soziale Person, der Yellow Devil. So. Herausforderung abgeschlossen. Wer hätte es gedacht? Bronze. Warum habe ich jetzt so Bronze bekommen? Achso, Silber, Bronze und Gold. Alles gekriegt. Zurück. Habe ich jetzt da irgendwas von? Ich weiß, ich denke mal für die Herausforderung. Weiß ich nicht. Gibt es irgendwann mal ein extra Let's Play für... Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Projekt, wenn es wieder heißt Mega Man. Bis dann, euer Wolf.